Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar die Legung für die Woche vom 25.03.2024, die dann über den Karfreitag in das Osterwochenende münden wird. Wir schauen mal, wie sind die Energien in dieser Woche, was sind die Themen und was ist für dich diesbezüglich wichtig und wo kann es hinführen, wenn du dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich habe dazu folgende Decks verwendet. Die Weisheitskarten von Colette Baron Reith, dann ebenfalls von Colette Baron Reith, das Orakel der Krafttiere, dann habe ich die Seelenmedizin genommen von Lisa Bieritz und für eine zusätzliche Informations- oder Impulskarte habe ich Zauberhafte Devas von Petra Arndt genommen, ein keltisches Pflanzenorakel. Dann schauen wir mal, worum es diese Woche geht. Es geht um das Licht. Es geht um das Lichtvolle, um die Lichtseite von dir, um all das, was Kraft gibt und Energie. Darum geht es diese Woche. Du kannst mal assoziieren, was für dich Licht bedeutet und auch bedeutet auf dich und auf das, was du gerade im Moment als Lebensphase durchmachst. Was für einen Stellenwert hat Licht da? Oder fehlt es dir vielleicht ein bisschen? Es geht um eine Ordnung in Reihe und Glied. Wir sehen hier die Elefantenfamilie, eine ganz starke Familie, Tiere, die im Matriarchat leben, die sehr sanftmütig sind, auch wenn sie noch so groß sind, und die in einer gewissen Ordnung leben. Und darum geht es diese Woche auch. Wo brauchst du eine gewisse Ordnung für dich? Wo lebst du eine Ordnung? Oder auch, wo fehlt sie dir? Und das kannst du diese Woche in Angriff nehmen. Ja, sei dazu mutig und furchtlos, das sagt dir der Dachs. Du kannst also deine Themen diese Woche mutig angehen, du darfst Mut haben, du darfst diese Ordnung wieder in Ordnung bringen, wie man so schön sagt, wenn etwas nicht in der Ordnung ist, und das Lichtvolle erfahren und leben. Dazu kannst du auch Themen aus deiner Kindheit ablegen. Jetzt ist es wichtig, aus dieser Spirale herauszukommen. Wir alle haben ganz wundervolle Themen aus der Kindheit. Wir haben aber auch Programme aus der Kindheit, die uns das Leben schwer machen. Und die darfst du jetzt ablegen und weniger das Schattenkind als mehr das Sonnenkind leben. Genau, das wird zur Erneuerung beitragen. Erneuere dein Denken im Sinne von leg die Zwiebelschichten ab, die alten, die dir das Leben schwer machen. Geh in die Erneuerung, sei dazu mutig und furchtlos. Schau dir deine Themen an aus der Kindheit und du wirst daraus sehr gestärkt und neu hervorgehen. Und der Kojote sagt, vertraue göttlichen Umwegen. Auch wenn das nicht so stromlinienförmig verläuft oder du noch nicht in dieser Ordnung drin bist, wird alles nach göttlichem Plan richtig verlaufen und du darfst darauf vertrauen. Das heißt, wenn du nicht recht weißt, wie soll ich denn diese Ordnung herstellen, wo soll ich denn Mut herholen, wo mein Leben zurzeit so herausfordernd ist, oder wie soll ich das Licht leben, wenn gerade alles so anstrengend ist, dann lass los und vertraue dem Göttlichen. Und auch wenn es dich über Umwege führt, es wird dich aber führen. Und wenn du diesen Mut hast, was passiert dann? Du kannst deine Krafttiere nutzen, um dir zu helfen, sei es jetzt ein starkes Krafttier wie der Leopard oder ein Krafttier wie der Schmetterling, der für Metamorphose steht. Beschäftige dich mit Krafttieren, zieh mal eine Krafttierkarte. Das kannst du, wenn du keinen Kartenset hast, auch online tun. Auf jeden Fall kannst du dir da Hilfe und Unterstützung holen. Und das traute Heim. Du wirst dir ein Zuhause sein können. Hier geht es weniger um das Zuhause im Außen. Es kann auch ein Zuhause im Außen bedeuten. Aber oft geht es um dieses Zuhause, um diese Geborgenheit, die man sich in allererster Linie selbst geben kann. Und die göttlichen Umwege werden dich auch dahin führen, wenn du die Woche mutig bist, wenn du dich dem Leben stellst. Ja, und der Bussard sagt dir, lass dich vom Allgeist führen. Das passt ja wunderbar dazu. Also habe den Mut, vertraue. Wenn du nicht genau deine Ordnung gefunden hast bisher, wenn das Lichtvolle noch fehlt, sei mutig, sei furchtlos,
vertraue göttlichen Umwegen, auch wenn du zurzeit denkst, wo führt mich das hin? Das ist nicht der Weg, den ich wollte. Lass dich dann vom Allgeist führen und du wirst ganz sicher in dein Zuhause kommen, im Innen und auch im Außen. Wir schauen mal den Zusatzimpuls aus diesem zauberhaften Kartenset. Das ist das Bilsenkraut diese Woche. Begrenzungen lösen sich auf. Mit diesem Kraut durchschreitest du die Anderswelt und erlebst die Unendlichkeit und Schönheit des Wandels. Ja, sei mutig, vertraue, lass dich führen und du kannst in eine neue Lebensphase gehen und du kannst der Schönheit des Wandels vertrauen. Eine ganz wunderschöne Legung, die dich hoffentlich leiten kann in dieser Woche. Ich weiß, für viele sind es herausfordernde Zeiten, aber du bist geführt, du bist nicht alleine, du kannst ganz stark vertrauen und du hast dieses Licht, das dich führen kann, ganz sehr in dir. Ich freue mich, wenn dir die Legung gefallen hat, freue mich über ein Like oder über einen Kommentar und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.